Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt's ein... Ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist, aber es hat zumindest mit Furries zu tun. Also mit menschenartigen Tieren. Und deswegen musste ich das unbedingt nehmen. Und dann... Tja, können wir auch schon anfangen. Am Anfang können wir wohl einen Charakter auswählen, wobei man da wohl... nicht den... Oh, man kann auch sogar den weiblichen Fuchs wählen. Oder eben den männlichen Wolf. Mina oder Xavier. Und... ja, ich würde mal sagen, ich habe heute meinen weiblichen Tag. Deswegen wähle ich den weiblichen Fuchs. Ich möchte dich nie wiedersehen. Das ist das Letzte, was er zu dir gesagt hat. Diese Wörter wiederholen sich in einem Traum immer und immer wieder. Wie das ständige Trommeln oder das ständige Pumpen eines Herzschlages. Der Zug, so leise, wie du von deinem Schlaf aufwachst. Der Mitternachtzug wäre nicht deine erste Wahl gewesen, aber du musstest wegkommen und das war der erste Weg, der möglich war. Du erschrickst dich selber, oder du denkst selber, vielleicht wird es mir helfen, ein paar meiner alten Freunde zu sehen. Vielleicht hilft es mir, ihn zu vergessen. Der Lautsprecher vibriert oder gibt einen Ton von sich und der Lokführer oder Schaffner kündigt an, dass die Zugfahrt jetzt zu Ende ist. Ich glaube, das hier ist mein Halt. Der Bahnhof ist voll von Furies, die ihren morgendlichen Kaffee trinken und fertig für den Tag werden. Mina, hörst du jemanden rufen? Ein weiblicher Panda tackelt dich praktisch um und sie umarmt dich in einer engen Geste. Ich hab's geschafft. Ich hätte nicht erwartet, dass ich hier pünktlich ankomme. Dein Blick von Unbehaglichkeit muss sich stark in deinem Gesicht widerspiegeln, weil sie zurückgeht und über dich rüberguckt oder dich mustert. Sie kichert. Erinnerst du dich nicht an mich? Oder tust du es doch? Du lachst nervös. Natürlich erinnere mich an dich. Du bist... Amber, Ginger, Jay oder Samantha. Ginger vielleicht? Richtig. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich an mich erinnerst. Es waren fast 10 Jahre nach allem. Natürlich. Wie könnte ich die beste Schwester meines Bruders, meines Buddies, meines Freundes, Rev, vergessen? Ihr gefällt es nicht, dass du kleine Schwester sagst, aber sie fängt sich schnell wieder. Naja, wie auch immer, sagt sie mit einem kleinen Husten. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause. Wir leben auf der einen Seite der Straße, von dem anderen nach allem. Also ich würde sagen, wir können da durchaus folgen. Vor allem, wenn es die kleine Schwester ist. Das klingt gut, ich könnte etwas Gesellschaft gebrauchen, wer Ona sagt. Schön! Sie teleportiert sich zu dir und nimmt dich am Arm und zieht dich zum Ausgang des Bahnhofes. Die zwei von euch laufen in einer komfortablen Stille für ein paar Momente, aber du kannst nicht sagen, ob sie versucht oder nicht, noch mehr in ihren normalen
Rhythmus zu explodieren. Auch wenn das wahrscheinlich so direkt in der Besetzung keinen Sinn ergibt. So, wie fühlt es sich an, nach der ganzen Zeit wieder zu Hause zu sein? Du guckst nach unten, die Reihen der Häuser durch und es sieht so aus, als ob sich nichts verändert hätte. Aber alles ist gleichzeitig auch irgendwie anders. Es ist auf jeden Fall komisch. Wie ein wirklich schlimmer Fall eines Déjà-vus, gibst du zu. Sie nickt zustimmend, aber du hast das Gefühl, dass sie das nicht wirklich versteht. Das erinnert mich daran. Dein Vater hat das Haus verlassen, hat er nicht? Wirst du wieder zurück einziehen? Nein, ich besuche euch nur für eine Woche, dann muss ich zurück zur Arbeit am Montag. Sie guckt dich von der Seite an. Wird es nicht komisch sein mit Rebecca hier? Wirst du sie rauswerfen? Nein, natürlich nicht. Aber um ehrlich zu sein, ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals wieder zurückkehre. Sie guckt dir einen komischen, oder sie gibt dir einen komischen Blick. Sie wirft dir einen komischen Blick entgegen, den du nicht direkt entschlüsseln kannst. Ist nur noch ein paar wenige Schritte, bis du auf deiner Türschwelle stehst. Na, da sind wir. Ich werde später wieder mit dir reden. Komm uns manchmal irgendwann mal besuchen, okay? Bevor du antworten kannst, verschwindet sie oder dreht sie um und geht in das Haus direkt gegenüber von deinem. Sie hat sich kein bisschen verändert, denkst du selber. Du bleibst vor der Tür stehen, unsicher, ob du klopfen sollst oder nur reingehen sollst. Du entscheidest dich dafür, dass das Letzte nicht nett wäre und deshalb gibst du einen kurzen Klopfer an der Tür. Du hörst, wie das Schloss klickt und wie die Tür aufgeht und wie du Rebecca siehst, die dich empfangend anschaut oder angrinst. Und da das Bild für Rebecca ist wohl noch nicht da, immerhin steht da noch so ein Temp-Bild, also wahrscheinlich so ein Placeholder. Willkommen zu Hause, Mina, sagt sie. Und gibt dir eine Umarmung. Du und Rebecca, wir waren uns niemals wirklich nah. Sie war nur mit deinem Vater verheiratet für ungefähr ein Jahr, bevor er gestorben ist und du weggezogen bist. Tatsächlich hat sie die meiste Zeit entweder gekocht oder irgendwas sauber gemacht. Genau, oder direkt nach deinem Vater kommt sie. Sie war immer nett und freundlich, egal wie schlimm dein Vater zu ihr war. Ich habe deine Nachricht letzte Nacht bekommen. Ich habe Ginger geschickt, um dich aufzusammeln. Ich dachte, dass du zu einem Freund sprechen möchtest. Gibt es irgendwas, wobei ich dir helfen kann? Du atmest einmal heftig aus. Nein, danke. Ich denke, dass ich nur ein bisschen leise Zeit brauche oder ein bisschen Zeit für mich selber brauche, um zu entspannen und über dieses ganze Debakel rüber zu kommen oder hinwegzukommen. Sie nickt ihren Kopf langsam. Gut. Lass mich nur wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Ich habe deinen Raum für dich vorbereitet, wenn du nach oben gehen möchtest und dich entspannen möchtest. Danke, das klingt wirklich gut. Ich habe nicht sehr gut im Zug geschlafen. Sie nickt wieder und gibt dir ein weiteres warmes Lächeln, bevor sie ihren Kopf umdreht, um wieder weiter ins Haus zu gehen. Glaube, wir können einmal schlafen für 4 Stunden.
Und jetzt können wir uns noch den Raum angucken. Die Papiere und Kleidung, die du hier gelassen hast, wenn du gegangen bist, wurden aufgeräumt. Aber davon abgesehen ist es genauso, wie du es erinnerst. Rebecca muss hier regelmäßig reinkommen, um es zu reinigen, denn es klingt nicht, es riecht nicht schlecht und alles scheint wirklich gut in Staub zu sein. Das Bett oder die Überdecke und die Tücher riechen frisch und wurden mit Umsicht angebracht. Und währenddem wir durch das Bücherregal gucken und durch die Titel gucken, sehen wir einige der alten Bücher. Die meisten sind Fantasy, aber das Auge trifft auch eine kleine Kollektion von esoterischen Büchern. Und wenn du dich zurückerinnerst, kannst du dich nicht daran erinnern, warum du dachtest, dass sie so tiefsinnig sind. Ich denke, dass ich ein bisschen soziologisch war, als ich jünger war. Mustern wir uns selber. Und ich denke, dass das auch ein ganz guter Punkt ist, um aufzuhören. Ich entschuldige mich, falls die Übersetzungen nicht immer ganz direkt waren, aber es ist halt nicht ganz so einfach, ohne Vokabeln nachzugucken und auch so on the fly das Ganze zu übersetzen. Aber dann vielen Dank fürs Zusehen. Den Download-Link zu der Homebrew findest du in der Videobeschreibung und dann hoffentlich bis zum nächsten Video und ciao, Kakao!